Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 29. August 2024. Welche Erde du gewählt hast? Adama von Telos. Empfangen durch Jan Johannes Kassel. Die Eremiten unter euch mögen sich in den Meditationen mit der lichtvollen Menschheitsfamilie verbinden. Die, die mitten im Leben stehen, mögen Ausschau nach Gleichgesinnten halten und sich verbinden. Diese Kraft der Menschheit braucht es jetzt. Die Macht von Gruppen bringt die Herrscher der letzten Tage in Not. Das selbstbewusste Auftreten von Menschen erschafft Realität und Wirklichkeit. Es braucht die schweigende Mehrheit genauso wie die laute Minderheit, gleichwohl wie sich die Dinge gestalten. Auf jeden Einzelnen kommt es an. Welche Erde du gewählt hast? Die Haltegriffe Gottes. Auch wenn sich die Ereignisse überschlagen, wenn oben zu unten und unten zu oben wird, so sind es dein innerer Frieden, deine innere Stille, deine innere Ruhe, auf die es jetzt ankommt. Weil du Welt und Menschen kennst, musst du dich jetzt zurückziehen, zurückhalten und zurücknehmen. Denn die kommenden Entladungen geschehen, damit der Menschheit Karma erlöst wird, und sie geschehen, damit der einzelne Mensch von der Last des kollektiven menschlichen Karmas befreit wird. Was sich jetzt zeigt, kann deinen Geist vernebeln, kann deine Seele aufwühlen und dein Herz erschüttern. Wir befinden uns in der Phase des Übergangs von der dunklen Welt in die lichte Welt, und von einer durch Negativität geprägten Menschheit zu einer Menschheit, die kreativ und friedfertig dem Leben begegnet. Alles ist in Veränderung, alles bewegt sich in Richtung Licht, alles wird heil, wird ganz, wird wunderbar erhaben. Einheit bringt Sieg. So geht es jetzt darum, dass du die Haltegriffe Gottes erkennst, dass du wahrnimmst, dass du auf Schritt und Tritt von Gott umgeben bist, von Gott begleitet und von Gott gefördert wirst. Gib deiner tieferen inneren Sehnsucht mehr Raum, gib deinem Bedürfnis nach Harmonie, Liebe und Freude einen größeren Stellenwert. Gib dir mehr Aufmerksamkeit und schenke deinen Mitmenschen mehr Zeit. In der Einheit der Menschen ist der Sieg über die dunklen Entitäten begründet. Eine Einheit, die geistig, seelisch oder durch direkte Begegnungen erreicht wird. Beides hat heute seinen Platz und beides ist von größter Bedeutung. Die Eremiten unter euch mögen sich in den Meditationen mit der lichtvollen Menschheitsfamilie verbinden. Die, die mitten im Leben stehen, mögen Ausschau nach Gleichgesinnten halten und sich verbinden. Diese Kraft der Menschheit braucht es jetzt. Die Macht von Gruppen bringt die Herrscher der letzten Tage in Not. Das selbstbewusste Auftreten von Menschen erschafft Realität und Wirklichkeit. Es braucht die schweigende Mehrheit genauso wie die laute Minderheit, gleichwohl wie sich die Dinge gestalten. Auf jeden Einzelnen kommt es an. Geliebte Menschen, der göttliche Funke in euch wird jetzt entzündet und so werdet ihr sichtbar für alle Menschen, die ihr inneres Leuchten noch nicht befreit und zum Strahlen gebracht haben. Ihr geht voran, ihr geht voraus, ihr seid das helle Licht in dieser für viele Menschen dunklen Zeit. Wir aus den Reichen der inneren Erde lieben euch für euren Mut,
achten euch für euer Durchhaltevermögen und unterstützen euch, wo immer uns möglich. Die Völker der inneren Erde wissen, was sich auf der oberen Erde jetzt zuträgt und was in diesen Tagen entschieden wird. Unsere ganze Aufmerksamkeit und Präsenz sind bei euch. Nichts wird dem Zufall überantwortet. Alles will bedacht sein. Jan Johannes Kassel. Was wird in diesen Tagen entschieden? Des Menschen Wahl. Adama von Telos. Des Menschen Wahl. Es entscheidet sich in diesen Tagen, welche Erde du gewählt hast. Dein Entschluss wird in diesen Tagen realisiert. Dies erzeugt die diesbezügliche Wahrnehmung. Die einen sehen das Licht, die anderen nehmen überall nur Finsternis wahr. Auf diese Weise entstehen durch Wahrnehmung zwei Menschheiten. Auf diese Weise vollzieht sich der Aufstieg des Menschen in seinem eigenen Bewusstsein. Das ist deine Reise. Das ist es, worum es geht, im Inneren den Samen gelegt zu haben, damit im Außen jetzt die Saat aufgeht. Ich bin mit euch alle Tage. Adama von Telos. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.